das Audi-Werk im ungarischen Győr. In der Fertigung darf derzeit nicht gedreht werden. Bei YouTube sind aber viele Videos aus der Motorproduktion zu finden. Auch hier wurden in den vergangenen Jahren Dieselmotoren mit der internen Bezeichnung EA189 produziert, deren Abgaswerte mit einer Software manipuliert wurden. Viel Platz für Spekulationen. Die Autoren eines der auflagenstärksten Automagazine Ungarns vermuten, dass technische Mängel bei der Grundausführung des Dieselmotors EA189 die Ingenieure dazu veranlasst haben, die Software zu manipulieren. Das ist wahrscheinlich durch eine Fehlkonstruktion verursacht. Und da gab es mit vertretbaren Kosten dann keine Lösung mehr für den Konzern. Dem widerspricht die Audi-Pressestelle schriftlich. Der Dieselmotor EA189 habe keine technischen Mängel und sei auch keine Fehlkonstruktion. Audi gibt sich optimistisch. In den nächsten 3 Jahren sollen rund 100 Millionen Euro in ein neues Werk in Győr investiert werden. Für die meisten hier scheint der VW-Abgasskandal weit weg zu sein. Die Stimmung im Werk ist gut. Ich glaube, es gibt keine Kündigungen. Nein, es werden keine Arbeitsplätze abgebaut. Die Stimmung im Werk ist gut. Kaum eine andere Stadt in Ungarn profitiert so von der Autoindustrie wie Győr. Es herrscht Vollbeschäftigung. Aus der benachbarten Slowakei und gar aus Bulgarien kommen Arbeiter, um die zu arbeiten. Audi sponsert großzügig Kultur- und Sportstätten. In der Stadtverwaltung machen sie sich jedoch Gedanken, ob nicht doch der VW-Abgasskandal auf Audi durchschlagen wird. Erstens könnte Audi die Preise bei den Zulieferfirmen drücken. Zweitens könnte Audi entscheiden, Arbeitsplätze abzubauen und die Produktion zu drosseln. Drittens, wenn die Produktion gekürzt wird, gibt es weniger Steuereinnahmen. Bei Audi in Ungarn arbeiten rund 11.000 Menschen. Das Unternehmen ist einer der größten Industriebetriebe im Land. Ein Rückgang der Produktion würde also die ganze Region hart treffen.